Und damit wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar könnt ihr euch noch daran erinnern, als wir das Mini-Modular-Building vorgestellt haben, den Hotdog-Stand, das China-Haus, ihr wisst Bescheid. Genau, wenn ihr es nicht könnt, ich hab's hier nochmal für euch. Aber was wäre eigentlich so ein Hotdog-Stand für als Spiel wert, wenn man nichts mehr dazu hat? Und da gibt's zum Glück was von Sluban. Für ungefähr 6 Euro auf Amazon gibt's dort nämlich aus der Town-Reihe ein wunderschön Hotdog-Stand. Eben mobil. Hier mit so einem schönen Moped davor. Und dann ein Botenjunge dazu, der es ausliefert. Und eben den Hotdog-Stand an sich, der hier gebaut wird. Es ist die M38B0565 112 Teile ab 6 plus geeignet. Sluban Town Business Street Reihe. Die Packung ist ein wenig beschädigt angekommen. Vielen Dank wieder an Amazon an der Stelle. Die ist nämlich hier geöffnet. Es ist aber neu und original verpackt. Wollte ich euch nur erklären, nicht, dass ihr euch wundert. Auf jeden Fall, wir sehen hier kleine Verpackung. Ist natürlich ein kleines Set, da ist das okay. Haben hier nochmal eine Spielszene dargestellt. Hier nochmal ein paar Spielszenen und was man damit so machen kann. Und hier haben wir nochmal, wie die Figur zusammengesteckt wird und eben nochmal eine kleine Spielszene. 112 Teile, das geht schnell zu bauen. Ich baue das jetzt auf jeden Fall auf. Dann sage ich euch meine Meinung dazu, ob ich euch das empfehlen kann für die 6 Euro. Für ein kleines Geld vielleicht ein bisschen Spielwert. Warum nicht? Schauen wir es uns einfach mal an. Ich meine, das ist jetzt kein Megaset, das ist so ein unter der Woche Video. Das ist jetzt nicht die Riesen-Review, auf die alle gewartet haben, ich weiß. Aber ich finde sowas auch hin und wieder mal schnucklig. Weil es gibt auch Familien, die einfach mit dem Geld nicht so groß haushalten können. Und wenn die sich für 6 Euro was kaufen, ist es vielleicht auch nicht für die der Weltuntergang vom Preis. Aber dann wollen die wissen, was es gibt. Und deshalb stelle ich euch das eben auch mal vor. Warum denn eigentlich nicht? Und wie gesagt, ich baue das auf, sage euch dann meine Meinung. Und dementsprechend viel Spaß mit dem Video. Minimal kleiner Edit. Ich habe die ganze Zeit erzählt, dass das Set um die 6 Euro gekostet hat. Da habe ich mich gehört, das habe ich vertauscht mit einem anderen Set, was ich reviewt habe. Das Set hat 3,99 auf Amazon gekostet. Ich verlinke es euch natürlich und jetzt viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Ja, und da ist auch schon fertig, der kleine Hotdog-Wagen aus der Snoobantown-Reihe aus 112 Teilen. Natürlich, das ist jetzt kein Mega-Bauspaß oder kein Mega-Bauerlebnis. Das ist nichts Langwieriges, das ist in 10, 15 Minuten zusammengesteckt. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung für so ein Set. Das haben wir ja schon besprochen. Und an und für sich, ich muss jetzt mal hier aufpassen, hier sind ein paar Einzelteile dabei, dass die jetzt nicht so sehr rumkullern. Die tun wir einfach mal kurz zur Seite. Da kommen wir aber auch noch gleich drauf zu sprechen. An und für sich ist das eigentlich ein schöner, schnucklicher Wagen. Hier vorne, das Mofa ist, na gut, der will sich vordrängen. Das Mofa ist nur aus Formteilen gelöst. Das einzigste, was hier wirklich aus Klemmbaustein ist, ist diese Verbindung und hier vorne dieses angedeutete Licht. Der Rest sind Formteile. Man steckt Formteile zusammen und ja. Genauso sieht es eben auch aus. Aber das macht es eben. Man erkennt, es ist ein Mofa, wisst ihr, anders wäre das nicht möglich in dem Maßstab, in der Größe, mit der Teileanzahl. Dann haben wir hier hinten diesen kleinen Hotdog-Standwagen. Und ich muss sagen, für so einen kleinen Stand haben sie sich da eigentlich schon ein paar Sachen ausgedacht. Zum Beispiel kann man den, wenn man fährt, so einklappen, hat dann hier quasi die Außenwände und kann dann sagen, so, wir verkaufen jetzt. Und dann kann man hier die Tische hochklappen. Ist schön gebaut. Sieht ordentlich aus, erfüllt seinen Zweck. Also man kann es von so ebenso hinklappen. Dann hat man hier so ein paar kleine lustige Details, wie hier sind Gläser, die so diese Tupen, die manchmal an den Wegen hängen, andeuten sollen, wo man dann eben Ketchup und Senf rausquetschen kann. Sehr cool. Dann haben wir noch so eine Art Lautsprecher. Oder, also ich gehe mal davon aus, dass ein Lautsprecher ist, dass halt dann der nette Herr hier schön brüllen kann. Hot Dogs, Hot Dogs. Und noch ein Stromanschluss, angedeutet, alles schön. Hier oben, das große Hotdog, ist ein bisschen problematisch. Das ist nämlich wie aus Klappgelenken gebaut. Die Idee ist im Normalfall, dass man es eben dann auch so zusammenklappen kann. So nach dem Motto, ja, es ist eine Werbereklame, die man eben auf und zuklappt. Das geht aber relativ schief. Das Hotdog baut man einzeln. Und den Wagen baut man einzeln. Dann hat man hier oben eben so eine Klappverbindung, wo man eben dann hier das Hotdog einhaken kann mit genau dieser Klappverbindung. Das ist jetzt so gedacht, also wie gesagt, das Hotdog baut man einzeln, so einklappbar und hier unten den Haken, ne? Das ist jetzt eigentlich so gedacht,
dass das so stabil sein sollte. Ist es aber nicht. Deshalb ist der Klappmechanismus leider nicht zu gebrauchen so richtig, weil sobald man hier klappt, ist das hier alles in der Luft und da reicht einfach die Teilequalität von Sluban nicht aus, das hält nicht und das hält dann dem Spiel nicht stand. Deshalb ist der Hotdog leider nicht so der Hammer. Also der fällt sehr gerne auseinander. Wenn man ihn als Deko hier drauf lässt, ist er völlig okay, dafür reicht er aus. Aber für mehr halt leider nicht. Und um die eigentliche Spielfunktion von dem Hotdog zu nutzen, ist es halt leider auch nichts. Dafür reicht leider die Teilequalität nicht. Zum Beispiel zieht man auch hier immer dieses Verbindungsstück zum Wagen mit ab, weil da einfach die Klemmkraft nicht reicht. Da ist die Klemmkraft geringer als dieser Widerstand, der da am Haken ist. Und wenn man Pech hat, so reißt man dabei das ganze Hotdog, wenn man es abnimmt. Und lasst uns mal über die Angestellten reden, sind auch schon relativ starke dabei. Dann haben wir eben so diese kleinen Spielfeatures. Hier so zwei Sandwiches, gebaute Sandwiches, die natürlich dann im Maßstab gar nicht passen, aber ist eine nette Idee, ne? Sind im Endeffekt sechs Teile für diese Sandwiches draufgegangen, die man dann eben hier so in die Auflage legen kann und verkaufen kann. Und dann haben wir hier noch, würde ich sagen, wie so eine Flasche angedeutet, die man aus zwei Teilen baut. Das ist völlig in Ordnung. Das sind so kleine Spielereien, die bei so einem Set dabei sein können. Dann kommen wir zu was, was ich eher ein bisschen eher, ich weiß nicht, affig finde. Also das ist nichts. Das sollen Brote darstellen. Ja, das sollen Brote darstellen. Ja, aber jetzt hast du gedacht, hä? Was ist das für ein Quatsch? Seit wann sind wir in China bei dem Hotdog stand? Das sind echt die Brote. Und dafür gehen acht Teile drauf in diesem Set. Schmeißen wir weg. Also das ist wirklich Quatsch. Das macht auch keinen Spaß und das ist auch einem Kind nicht gerecht. Das ist an Ersatzteilen dann. Da haben wir um die 12 bis 13 Ersatzteile, waren 13, waren es glaube ich sogar genau. Das ist ganz ordentlich. Kann man nutzen, warum nicht? Gehen auch noch für andere Sachen. Die Teilequalität von Sluban, wie gesagt, nicht der Hammer teilweise, aber es gibt wesentlich Schlimmeres. Nehmen wir das rüber. Dann die Figur. Die ist eigentlich relativ süß gemacht. Wir haben hier zwar auch wieder nur eine Brustbedruckung, keine Arm-, keine Beinbedruckungen. Haben wir so eine kleine Kochmütze auf. Und dann haben wir aber das Problem, der Kopf ist sehr locker bei dieser Figur. Also, der ist, ich weiß nicht, der sitzt nicht richtig fest. Die Kopfbedeckung scheinbar auch nicht. Aber der Kopf ist das Problem. Also das sieht man jetzt in der Kamera leider nicht, aber wenn man die Figur hin und her bewegt, wackelt der Kopf mit. Da ist leider kein Widerstand drin. Das ist relativ schade. Sonst, wie gesagt, niedliche Figur. Ich denke mal, dass die auch in einer besseren Qualität von Sluban noch kommen kann und das einfach eine relativ schlechte Qualität ist, die ich da leider erwischt habe. Genau, dann haben wir die Anleitung an sich, die wirft keine Fragen auf, gibt keine Probleme, alles verständlich erklärt, alles super. So eine kleine Faltanleitung wird halt der Setgröße gerecht. Dann kommen wir mal zu dem Punkt, warum ich das Teil ja eigentlich gekauft habe, was ich auch so im Intro ein bisschen erzählt habe. Wir haben ja dieses schöne China-Haus, was eben diesen Hotdog-Stand darstellt. So, und jetzt kann man das Spiel da erweitern, wenn man dieses Haus hat und mag, und kann eben, wie gesagt, hier wunderschön den Hotdog-Stand noch dazustellen und kann dann sagen, hey, wir verkaufen hier und wir fahren noch zum Kunden hin, haben dann noch diese schöne Spielfigur dazu. Damit ist so das Hotdog-Imperium aufgebaut. Und dann hat man auch Spaß damit. Natürlich, wir reden hier über Sluban, über ein billiges Sluban-Set. Die Teilequalität hab ich schon angesprochen. Wir haben Fehler. Wir haben auch teilweise so ein bisschen schlecht abgefeilte Kanten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so schön sieht. Ja, ein bisschen hat man schon gesehen. Das muss man immer bedenken. Sluban wird kein Markenhersteller. Momentan nicht zumindest. Aber sonst ist es doch eigentlich ein niedliches Set. Man kann damit seinen Spaß haben, wenn man es kombiniert und in seine Stadt stellt. Dafür reicht es allemal. Man sollte nicht zu viel erwarten. Es ist ein Sluban-Set für 6 Euro. Im Endeffekt, das war's dann auch. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Krieg der Steine.